So, ich habe vergessen, das Headset anzuschließen. Ich trottel. Also, und damit herzlich willkommen noch einmal, und diesmal hört ihr mich auch, zu einem neuen Game, was ich mal probieren möchte. Ich habe so ein Game dieser Art noch nie gespielt. Bis auf ein ähnliches, aber das ist auch wieder was anderes. Infinity Original Sin 2. Da bin ich immer noch beim Game bei. Na, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Wir werden das Spiel auf der Story-Schwierigkeit spielen, denn wie gesagt, ich spiele so ein Game zum ersten Mal. Es soll sehr komplex sein, was die Befehle angeht und so, und da muss ich mich erstmal reinspielen. Und später kann man das dann eh noch eine Stufe auf normal oder so machen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß und wir werden erstmal in den Einstellungen schauen. Optionen. So, bei der Anzeige. Sprache Deutsch. Ja, wenn es mal Deutsch wäre, ne? Leider ist es nur der Untertitel ist Deutsch. Qualitätsmodus, Leistungsmodus. Wir nehmen den Qualitätsmodus. Gamma, damit ihr was seht, mache ich das ein kleines bisschen heller. So. So. Machen wir es mal so. Nein, nicht zurücksetzen. Ach, Trottel. So. Okay. Gamma, Farb und Bast. Machen wir nächsten. Machen wir den Ton. Gesamtlautstärke komplett. Musiklautstärke. FFX-Lautstärke. Dialoglautstärke. UI-Töne. Untertitel. Untertitel Textgröße. Ich muss ganz am Anfang sagen dazu, wie gesagt, ich habe da schon mal reingeschnuppert, nicht lange. Und ihr könnt ja auf Pause drücken, das geht auch beim Live. Und dann könnt ihr euch das durchlesen, was die da schreiben. Oder ihr könnt so schnell lesen. Also wenn ich das Let's Playe oder wenn ich game, sage ich mal so, so schnell kann ich das gar nicht lesen, wie die das machen da. Also hoffe ich, dass ihr hinterherkommt, denn ich werde es nicht vorlesen, weil ich mich da auch auf das Spiel konzentrieren möchte. So, Gameplay. Spiel pausieren. Ein. Wählen, ob das Spiel in Zeitlupe weiterlaufen oder komplett pausiert wird. Wenn du das Fertigkeitsmenü öffnest. Ja, pausieren. Kontinuierliche Kameradrehung. Vibrationsfunktion. Bewegungsgeschwindigkeit. Kamerazoomgeschwindigkeit. Kameradrehung, ja, das wäre mal dynamische Tutorial spielen. Yes. Feindgesundheit anzeigen. Minikarte, Bewegungstruppen, Gesundheit anzeigen. Bast, next. Steuerung. Oh, das werden wir dann, wenn wir das Tutorial spielen. Telemetrie, Richtlinien. Endnutzer, Bast. Okay, Hommers. So. Beginnen wir mit einem neuen Spiel. Bitteschön. Ja, die Geschichte bitte. Feindgesundheitspunkte leicht. Feindentdeckungszeit leicht. Verzögerung des Aggressivitäts. Todesuhr-Kampagne. Was heißt denn das? Warte mal, da müssen wir erstmal gucken hier. Was heißt denn das?
Leicht, 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 leicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Todesuhr bedeutet, wenn du gerade beim Sterben bist, ne? Tolerant. Systemspeicher tolerant. Keiner hört sie schreien. Tolerant. Ach, ich bin auch blöd. Also nochmal. So, Geschichte. Leicht, 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 leicht. Passt. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen bei Aliens Dark Descent. Ach so. Ich dachte, da kommt ein Ton, weil ich liebe dieses Alien-Getöne. Da, jetzt hören wir's. Muss ich sagen, ich werde mal die Tür, Balkontür zumachen, weil sonst hört ihr die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Diese Musik, diese Melodie, ich liebe sie. Ist es die Nostromus? Oder ist es ein anderes Schiff? Focus Entertainment. Please be mindful of docking bay protocol at all times. Wayland Utah, building better worlds. Die sprechen nämlich ziemlich schnell und ich hoffe, das ändern sie noch, dass der Untertitel nicht so schnell weggeht. Oder dass man wenigstens, wenn man mit wem spricht, was tut der? Warum tut er das? Dass man wenigstens den Text nochmal nachscrollen kann. So wie bei Infinity 2. Grafik ist schon mal echt nicht schlecht. Oh, ich bin so gespannt. Aliens Dark Descent.
Any news from Lisa Hayes? Sorry, sir. We're having a hard time reaching anyone. That storm probably... Damn. Must be one hell of a hurricane to cut us from the whole planet. Chief Administrator, I'm showing a weight discrepancy on the Bentonville's manifest. They just asked for a takeoff accreditation, but half the shipment is still at dock. Half, you say? Well, we just earned a bonus. I'll allow them to take off right away. Protocol dictates... How many times? Company protocol doesn't mean anything out here. What works, works. And we're already behind schedule. Director Price... isn't here. And if I do recall correctly, Deputy Administrator Hayes, your shift ended half an hour ago. So get the hell off my command deck and let me do my job. Yes, sir. I don't care what McDonald says. Something is wrong here. I can monitor the cargo bay camera's security feed just as well from my office. Na toll, jetzt habe ich Kabelsalat hier. Eine Sekunde, Leute. Schon ein bisschen peinlich. Uno secondo, per favore. So, jetzt haben wir's. Also, wie machen wir das? Bewege die Kamera. Drehe die Kamera mit... Ah, alles klar. Okay. Kannst du heran und herauszoomen. Gut. Während einer Mission musst du mehrere Ziele erfüllen, um die Geschichte fortzuführen. Später kannst du Sekundärziele abschließen und versteckte Ressourcen sowie zusätzliche Informationen über den Ort zu entdecken. Aha. Die Ziele erscheinen oben links auf dem Bildschirm. Da, okay. Sie werden in der Spielansicht durch ein Symbol angezeigt. Folge dem Ziel anzeigen. Jawohl, mach mal. Dann müssen wir da hin. Türen mit grünen Lampen öffnen sich automatisch, wenn sich der Charakter ihnen nähert. Ja, jetzt kann man... Ich würde gerne mal nach draußen gucken. Oh, schaut euch das an. Das ist cool. Weiter geht nicht. Es geht noch weiter. Nein, hier ist dunkel. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ich liebe Weltraum. Ich liebe ihn. Na gut. Wo sind wir? Wir müssen jetzt da raus. Ah, guck mal, da ist ein Chuck. You look troubled, Administrator. Is there anything I can do to help? Thank you, Daniel. But no. I'm just having one of those days, you know? Another argument with Administrator McDonald. How did you guess? I may be synthetic, but I'm not blind. Are you sure I can't be of assistance? No. It's my problem, and I'll take care of it. I just need to reach my office. Of course. But I'm afraid this corridor is closed due to maintenance. You'll need to detour through the cafeteria. Oh, gruselig, diese Androiden. Ah, mir gefällt's. Hier kann man nicht durch. Was mit dir? I heard no one's picking up on the planet. Not even Jackson's landing. Really? I have a friend there. I hope he's okay. These bloody storms, man. Diese verdammten Stürme, Mann, oh Mann. Weyland Yutani Corps. Ist das nicht mal Industries? Ah, ich wünschte, ich könnte noch ein bisschen dichter ranzoomen. Dann könnte ich mir das genauer angucken hier. Was ist mit ihm los? Oh, useless, substandard piece of... Just another day on Pioneer Station, is it? You got that right.
Any sign of that maintenance budget increase McDonald's keeps promising? What do you think? Well, it'd better come through soon. We're holding this place together with duct tape. No wonder half the crews fled planetside. I hear you. Just do what you can, okay? I'll take the matter up with HQ. Ah, going over McDonald's head? You won't like that. Don't I know it. McDonald, McDonald, hätte, wette, Pizza hat. So. Ich würde es auch wünschen, dass die Kamera nicht immer nach ganz oben zurücksetzt hier. Wir müssen hier rein, gell? Don't often see you in here, Administrator Hayes. Are you lost? Do you need me to show you to your room? Last I checked, you couldn't find your own ass with both hands. I'll pass. Hehe. Was ist hier los? Ah, die haben wohl nichts zu sagen. Okay, passt. Dann gehen wir mal weiter. Sie vielleicht? Nope. Okay. Supply Shuttle Bentonville, secure for launch. All crews, this is your 2-minute warning. Shit. Need to hurry. Okay. Doppelt Viereck drücken, dann können wir laufen. Alles klar. Die Frage ist... Können wir hier eigentlich auch lang? Ach, guck mal, das sind die Wartungsarbeiten. Das gucke ich mir jetzt mal genau an. Ah, weiter können wir nicht. Ah, hier. Alles klar, verstehe. Okay. Jetzt gehen wir mal. Hier scheint nichts zu sein. Wo sind die alle? That's not good. Not good. Kann man hier auch noch weiter? Was ist das hier für ein... Was ist, wenn man hier reingeht? Ah, da tut einer putzen. Okay. Ja, passt. Mit Dreieck, alles klar. Sobald du das interaktive Element ausgewählt ist, was? Sobald du das interaktive Element ausgewählt ist, können verschiedene. Okay, ein bisschen Sprachfehler sind auch noch dabei, Übersetzungsfehler, aber das macht nichts. Also sobald das interaktive können verschiedene Interaktionsmöglichkeiten angezeigt werden. So, wähle die Interaktionsoption. Deinen Computer benutzen. Mach ich. Oh mein Gott. What the hell's going on down there? I'll have to take a closer look. Was zum Teufel ist da passiert? Was ist hier? Hello, Doctor. Can you help me, please? Nothing? Du vielleicht? Keiner? Okay, dann gehen wir wieder raus.
Ich höre doch hier irgendwas. Where's Chief Durant? Settling the labor dispute on the rally. Then you'll have to do. Gather a security team and come with me. Not a chance. McDonald just linked in. Told us you'd be stirring up trouble. Again. I ain't getting involved. Take it up with him. Thanks for nothing. Was ein Arschloch. Entschuldigung, wenn ich das mal so sag, gell? So, Befehle. Befehlsdeck an Dockbucht. Die feindliche Aggressivität hat drei Schwierigkeitsgrade. Je höher ihr Grad ist, desto mehr Feinde kann der Trupp antreffen. Missionsabschluss 12%. Before. What is the quickest way there? Okay, öffne die Autokarte. Okay, da hinten müssen wir hin. Yes. Markus Standort wird zusammen mit ihrem Erfassungsbereich, okay, und dem Kamerawinkel angezeigt. Ah, okay. Links auf der Karte werden alle aktiven Ziele der Mission angezeigt. Du kannst das aktuelle Ziel auswählen, indem du darauf in der Liste der Ziele auf X drückst. Oder indem du ein Ziel auf der Karte auswählst. Okay. Dann versuche ich das mal. Oben rechts auf dem Kartenbildschirm werden alle Stockwerke Standort angezeigt. Du kannst das gewünschte Stockwerk auswählen, indem du Dreieck drückst. Alles klar. Nochmal. Wähle die Schaltfläche zurück. Alles klar. Aber jetzt. Verstehe. Warte mal. Okay. Das Ziel ist ausgewählt. Aber warum ist das immer so komisch, dieses... Egal. Ja, passt. Zurück. So. Dann wollen wir mal schauen. Kann man hier irgendwie rein? Nein? Kann man hier rein? Ich will aber nicht rein. Was mit euch? Those fucking storage hoppers in Bay 3 are still fucking jammed. What a maintenance plane at? Texas Hold'em, last I checked. Don't expect anything done today. Okay. Ist halt so. Passt, jetzt gehen wir mal da lang, gell? Was ist mit dir? Supply Shuttle Bentonville is cleared for launch. Remember, all unauthorized breaks taken by non-officer grades will automatically be deducted from leave allowance. Wo müssen wir denn jetzt hin? Also, ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen. Da geht's nicht weiter. Help me. Hold on. You're going to be all right. Cargo Bay. These things came out of... Stay with me. Stay... Okay. Unser Freund hat es also nicht geschafft. So.
So, dann schauen wir mal weiter hier. Taschenlampe bräuchte man irgendwie. Keep it together. You need to see what's in there. Zusammen. Du musst nachsehen. Ja, muss man wohl. Okay. Du kannst Dreieck in der Umgebung halten, um deinen Charakter zu befehlen, in die entsprechende Richtung zu leuchten. Diese Aktion wird dir helfen, interaktive Elemente hervorzuheben. Okay. Better take his pistol. And hope whatever's in there doesn't know I can't aim for shit. Will ich das jetzt schon machen, oder? Oder will ich noch nicht? Das mit der Taschenlampe mit Dreieck ist gut gelöst, weil wenn man mit Viereck geht. So, nach Waffe suchen bitte. Danke. Okay. Ich habe jetzt eine Waffe. Und nu? Holt sie die von alleine raus, oder? Erreiche den Laderaum. That's the Bentonville. What were they holding in these things? What? Was ist? Grüß dich, lieber Zuschauer. Einen schönen guten Abend. What is all this? Na, da sind sie ja. Okay, so, was muss ich jetzt machen? Verlasse den Laderaum. Ja, aber erstmal will ich mich ein bisschen umgucken hier. Was haben wir hier? Haben wir da was? Dort haben wir nichts. Und hier sind die ganzen Dodders. I can't leave that thing running loose. I need to lock this damn door. Dieses Ding darf nicht frei herumlaufen. There's a welder back there. Ich muss diese verdammte Tür verriegeln. Okay. Technikeruntersuchung. Time to get it sealed up. Whatever that thing is, can't chew its way through a door. Lauf! Ja, 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 los, schnell. Komm schon, komm schon. Boah, jetzt hat's mich aber auch gerissen, ey. Haben wir gerade nochmal so geschafft. Und wir wissen doch alle, was es war. Es war der Gärtner. Der Gärtner war's, genau. Oder der Milchmann. Oder der Postmann. Postbote. Ladedaten. 51, 66 Prozent, 71, 75, 80, 84. 93, 100 Prozent. I thought I told you. What the hell was aboard the Bentonville?
What are you talking about? The dock crew and Cargo Bay 4 are dead. Dead? That's not funny. Something got loose and killed. Power failure. Power failure. Engaging emergency generators. What just happened? Case Hacker! Ja, das geschieht dir ganz recht, du. Die Facehacker sehen aus, als ob die Fingernägel haben. Bam! Gerade nochmal so geschafft. Security. I need to get to security. Also so muss sie. Wir müssen jetzt zum Sicherheitsraum. Aber welchen? Jetzt gucken wir erstmal. Geradeaus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Vielleicht gehen wir hier lang. Gehen wir geradeaus. Schauen wir erstmal geradeaus. Ein bisschen spannender machen hier. What the hell is happening? Everyone's dying in there. The Bentonville. I can't let that happen. USS Otago, this is Administrator Hayes. There's some kind of infestation aboard. Otago, you have to intercept the Bentonville before it leaves the system. Can you hear me, Otago? Please copy. Is everything all right? Please copy. Damn it! Comms are down. I can't fix them from here. I need to get to the comms room. Okay, dann müssen wir wohl in den Kommunikationsbereich. Der da wäre, da hinten. Und hier irgendwo lauert ein Vieh oder so, wahrscheinlich. Ah ja. Also hier müssen wir wohl wieder raus hier. Warte mal, kann man hier durch irgendwie? Nee, ne? Louis? Are you in there? I need access to the comms room. Louis, answer me, dammit! Go away! You'll draw him right to us! Open the damn door! No way! It's staying locked to keep those things out! You think that'll help? They're in the vents. Vents? Tja, da hat Louis seine Frau ihn wohl ordentlich drangenommen. Alert. Alert. Station integrity compromised. Okay, dann müssen wir wohl hier rum, ha? Huh? Manning? It's out there. It's waiting for me. Manning. You can't stay here. No, no! They can't see me here! Go away! Go away! Okay! Just keep your head down, right?
Okay. Sind viele Leute gestorben, ne? Wo müssen wir jetzt überhaupt hin hier? Ah, da müssen wir lang, okay? Da kommt doch sicher jetzt gleich was. Bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Daniel, you all right? Deputy Administrator, it appears that these creatures have destroyed our communication system. Why would they do that? They're animals. Sorry, I have no idea. I wish I could help you further. Shit, the Bentonville. I need to stop that ship. Daniel, our planetary quarantine protocols, they're still operational, aren't they? I do believe so, Deputy Administrator. What do I do? Those things have to come from the planet. If even one gets off-world... No, there's no choice. I could stop them. Deputy Administrator, you're only following the Weyland-Yutani. Der sieht so gruselig aus, der Typ. The Cerberus Protocol was specifically designed for a situation like this. What you're doing is only right. Right, yes. Ist das einzig Richtige. Warum guckt er so komisch hinterher, hm? Abgeschlossen. So. Erreiche den Cerberus-Raum. Mach mal. Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht irgendein Vieh oder so. Wow. Geht ganz schön weit runter da. Sieht ein bisschen aus wie Star Wars. Warte mal. Warte mal. Oh nee. Nee, 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 nee. Also bis hierhin habe ich gespielt, Leute. Ach, sieht aber auch cool aus hier alles. Warning, three ships detected. USS Otago, Bentonville, Baldrin. Will be caught in the high orbit interdiction radius. Please confirm command. I am so sorry. Cerberus protocol activated. Purging contaminant vectors. Stand by, stand by. Die will doch nicht ernsthaft jetzt alle Schiffe, Transporter hier abknallen. Nicht dein Ernst. Die will die echt alle abknallen?
Weißt du, wie viele Menschen da auf diesen Transportern sind? Engaging targets. Das Game in der Ego-Perspektive wäre auch nicht schlecht, ne? So, und jetzt müssen wir mit einer Pistole so ein Vieh bekämpfen, oder was? Okay. Wenn dein Trupp auf einen Feind trifft und noch unentdeckt ist, erkennt der Feind deinen Trupp nicht sofort. Die Entdeckungsverzögerung wird durch eine gelbe Linie angezeigt, die vom Feind zu einem deiner Truppenmitglieder verläuft. Die Linie wird noch nach und nach rot und wenn sie vollständig gefüllt ist, wird der Trupp entdeckt. Okay. Ich muss mich wohl verstecken. Du kannst eine Deckung vermeiden, indem du dich hinter der Deckung versteckst. Aha, okay. Na dann mal los. So. So. Wenn du in Deckung bist, kannst du dich verstecken, um nicht entdeckt zu werden. Ah. Verstehe, verstehe. Sieht man das wie auf der Karte auch? Ja, man sieht es auf der Karte. Ist ja genial. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Da geht er lang. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er weg. Okay. Will ich dahin oder gehe ich dahin? Oder gehe ich erstmal hier hin? Da haben sie schon versucht, eine Mischung aus Alien Isolation. Weil da muss man auch immer versteckt bleiben, wenn man... So, wo ist das Vieh? Da hinten ist das Vieh, okay. Da haben wir aber Glück gehabt jetzt.
Verschwind! Genau da muss ich dahin. Nichte gut. Nichte gut. Schön weiterlaufen. Okay, los. Scheinkleister, was ist denn jetzt? Ach, der sieht so genial aus, ey. Well, that's just great. I'm Sergeant Harper, USCM. You... Sergeant Harper? Hayes, Deputy Administrator. You're from the Otago? Yeah. What the hell was that thing? It was... Everyone's dead. It was on one of the cargo shuttles. All right, people. We're falling back to the dropship. Hunslet, we're rolling to you. Copy. Trupp. Grundlagen. So. Okay, jetzt haben wir 49 Minuten, Leute. Jetzt werden wir dann mal langsam Feierabend machen, weil, wie gesagt, über eine Stunde bringt ja das Video nicht komplett auf YouTube. Deswegen werden wir hier mal Feierabend machen. Es ist auch schon reichlich spät. Mein lieber Zuschauer, danke, dass du reingeschaut hast. Vielleicht schaust du auch mal auf YouTube bei meinem Kanal vorbei. Unter Paul Wunsch 1981 findest du mich dort. Da sind ein paar gute Videos drauf, ein paar lustige Videos und ein paar Videos, die zum Heulen sind. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht zuzuschauen. Finde ich toll, dass du immer wieder dabei bist. Wenn du das bist, Anja, ich wünsche dir eine gute Nacht und bis die Tage, gell? An euch andere, liked das Video, abonniert mich, disliked mich. Oder schreibt mir in die Kommentare, was kann ich besser machen. Bis dann, euer Paul. Ciao, ciao.